Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Campus DLC und alle anderen DLCs inklusive hier bei Heisenberg zockt. Schön, wir haben hier doch tatsächlich einen Rummelplatz am Meer, am Strand, gefällt mir relativ gut. Was hier noch fehlt, stand in den Kommentaren, nämlich ein U-Bahn-Anschluss. Der Bahnhof ist ja relativ nah, das passt also schon mal. Kommt man denn von hier, wenn man hier runter geht, wir können ja mal kurz in den Ego-Modus wechseln, also das ist Kollege Bahnhof. Kommt man hier irgendwie an den Strand runter? Eine Bushaltestelle haben wir ja auch noch, sehr schön. Dass man hier vielleicht irgendwie zwischendurch geht oder wie? Was ist das denn? Ach, du Grüne. Ach doch, das geht problemlos. Hier haben wir tatsächlich einen Zugang. Na, dann ist ja prächtig. Okay, sehr schön. Jetzt müssen wir halt warten, bis das Ding levelt. Und dann können wir hier noch ein paar weitere Sachen hinstellen. Wir hatten zwar vom Zirkus auch noch ein paar Sachen. Lasst uns doch mal ganz schnell gucken, bevor wir zum Thema U-Bahn kommen. Das war hier. Und dann irgendwie ganz weit hinten. Hier kommen plötzlich die ganzen Zirkussachen. Na, wo waren sie? Hier. Ist das nochmal ein Zelt? Nee, was ist das Schönes? Lass mich mal schnell gucken. Cirque de la Ville, Main Gate 2. Der Eingang im Prinzip zum Zirkus. Okay. Kann ich dich irgendwie drehen? Nein. Geht irgendwie nicht. Interessant. Warum kann ich dich denn nicht drehen? Naja. Mal gucken, ob der irgendwo hinpasst. Dann würde ich dich hier hinstellen. Aber das möchte hier nicht. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Aha, okay. Das sind natürlich hier keine Straßen, sondern das ist halt der Park. Das müsste hier irgendwo sein. Machen wir dich doch dahin. Ist ja egal. Dann ist es halt ein bisschen außerhalb. Aha. Okay, jetzt haben wir hier den Zirkuseingang. Nee, das ist natürlich auch nicht unbedingt, was ich wollte. Wir haben da eigentlich schon einen Eingang. Der Zirkus ist halt tatsächlich was Separates offensichtlich. Das wusste ich echt nicht. Dass der irgendwie auch hier drin ist. Sollen wir hier den Zirkuseingang machen? Also eigentlich ist es Blödsinn, den überhaupt irgendwo hinzumachen, weil wir den nicht brauchen. Wir haben hier den Haupteingang für den Park und der Zirkus ist ein Bestandteil des Parks. Deswegen, ich gucke mal, was wir sonst noch haben. Das sind alles verschiedene Eingänge. Da haben wir verschiedene Zelte. Vielleicht nochmal ein Zelt hier hinmachen, hier daneben. So ein zweites zum Beispiel. Okay, wir werden uns das gleich mal noch ansehen. Aha, du brauchst echt jetzt auch einen Straßenanschluss? Das darf ja nicht wahr sein. So, hier. Zack, zwei von denen. Dann haben wir hier noch die Trailer. Können wir da einen hinstellen. Der andere kommt hier hin. Dann haben wir noch einen gelben. Wir haben noch eine Flagge. Die Flagge hier dazwischen. Wo brauchst du den Straßenanschluss? Das wird noch interessant. Gut, jetzt mal schnell gucken, was wir hier hingestellt haben. Können wir auch im Ego-Modus machen. Ja, die Trailer, oh, den haben sie ja aber schön, den haben sie fast schon aufgebahrt hier, den. Ja, da mussten sie basteln, dass sie den so hingekriegt haben, deswegen hat der hier irgendwie noch, ja, so Stützen bekommen, ist interessant. So, einmal durchdüsen. Ja, ist da irgendwie nett geworden. Aber eben, der Straßenanschluss fehlt und das müssen wir irgendwie mit den Röhren machen, so wie das aussieht. Ich bin gespannt, ob das überhaupt geht. Sind wir da nicht zu nah dran? Werden wir gleich wissen. Hier haben wir die Röhre. Ja, und genau das habe ich befürchtet. Das geht also nicht, aber von hier hinten geht's. Ja, oder auch nicht. Hier muss man doch hier reinkommen, das kann doch nicht sein. Oh, das kann man sogar so verbinden. Aha, und dann ist der Anschluss, das Anschlusszeichen weg. Und das geht auch. Einmal darunter, das lassen wir, das lassen wir. Hier ist No Entry. Gut, passt. Sachen gibt's halt, das wollte ich gar nicht. Ja, da findet man plötzlich irgendwie noch neue Sachen in diesem alten DLC drin. Gut, eine U-Bahn-Station. Wir müssen mal gucken, wo haben wir die U-Bahn? Dafür müssen wir die U-Bahn erwischen. Das wäre hier. Die düst. Wenn ich jetzt noch wüsste, was hier wieder die U-Bahn ist. Das ist irgendwie, wenn man die U-Bahn aufruft, dann sollten eigentlich die Gleise weg sein, meiner Meinung nach. Aber man sieht schon, das hier ist die U-Bahn. Und was sieht man da? Die führt hier tatsächlich dran vorbei. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich nur eine U-Bahn-Station. Kann man die irgendwie integrieren? Oder muss ich dann die Schienen neu legen? Wahrscheinlich muss ich die Schienen neu machen. Wenn wir das irgendwo zum Beispiel hier hinstellen, dann könnte man dort noch reindüsen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann haben wir hier unten am Strand eine U-Bahn. Machen wir mal. So, wir brauchen die Röhre. Gerne mit Kurve. Die haben wir hier rein. Geht das? Geht das tatsächlich da in die Röhre rein? Ich möchte es nicht wetten müssen. Moment. Ich kriege das hier nicht. Mal unter die Erde. Geht nicht. Warum? Moment. Nochmal zurück. Das ist schon die U-Bahn hier. Wir gehen mal raus. Ja, die ist nicht zu sehen. Dann muss es die U-Bahn sein. Eigentlich. Warum komme ich denn hier nicht rein? Weiter runter.
Aha, dann geht's nicht, aber immerhin, es sieht so aus, als käme man dann rein. Wobei, so ganz funktioniert das nicht. Kann ich das hier schnappen und rausbauen? Nee, das ist irgendwie nicht die gleiche Höhe. Das ist interessant. Sind wir hier so weit unten? Das könnte ja auch sein. Dass wir ja tatsächlich so weit unten sind, dass man das irgendwie gar nicht mehr hier vernünftig andocken kann. Ja, jetzt müsste es doch passen. Nee, das passt definitiv nicht. Das ist viel höher. Die U-Bahn ist dermaßen weit unten. Wir kommen da wahrscheinlich gar nicht runter, würde ich mal behaupten. Wir können es aber nochmal kurz testen. Wenn wir hier die Röhre nehmen, ein bisschen rausgehen und jetzt halt auf... Oh, aha. Das ist ja eh unser Park, der hier neue Sachen hat. Sehr gut, werden wir gleich angucken, sobald ich hier die U-Bahn habe. Ich komme ja gar nicht weiter runter. Mit Page Up geht das nicht. Dann kommen wir da nicht rein. Na, das ist ja irgendwie doof. Jetzt habe ich so eine schöne Haltestelle gemacht. Jetzt muss man hier doch irgendwie auch reinkommen. Ist ja nur die Röhre, ist mir schon klar. Aber ich kriege die Röhre hier nicht dran. Das geht nicht, das ist zu weit unten. Wenn ich das so mache... Hier komme ich immerhin runter. Aber nicht rein. Vielleicht von... Soll ich es mal bauen? Ich baue es mal... Moment, ich baue es mal. Geht immer noch nicht. Sind wir immer noch zu weit oben? Schwierig zu sagen, wenn man das so sieht. Ist halt auch blöd, dass ich nicht einfach diese Röhre hier nehmen kann. Die hier. Und die dann rausziehen. Da muss man auch immer die gleiche Höhe haben. Das ist mir irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Ist irgendwie tricky. Wir reißen das mal nochmal ab. Zum Glück haben wir das Geld. So, die Röhre kommt auch wieder weg. So, das müssen wir irgendwie anders lösen. Aber wisst ihr was, bevor wir da jetzt nochmal graben, machen wir mal die neuen Sachen, die wir bekommen haben. Wir haben hier vorne wahrscheinlich einerseits den Schweinchenzug. Ach, wie süß. Okay, den machen wir hier hin. Wir müssen auch noch Platz dann haben natürlich für die Achterbahn. Ein Karussell. Haben wir schon ein Karussell? Ja, das steht da schon. Okay, kein Karussell. Sondern hier noch einmal die rotierenden Teetassen. Also das heißt nochmal, die installieren wir zum ersten Mal. Die gibt es ja in der Nähe des Zirkuses. Okay, gut, passt soweit. Okay, zurück zum Thema U-Bahn. Wie machen wir das denn jetzt? Muss noch mal schnell gucken. Eine Röhre und eine Dingens kriegen wir hin, aber wir kommen dann da nicht rein. Aha, okay, Herr Heisenberg, guten Morgen. Das ist eben doch nicht die U-Bahn. Ach, wie doof ist das denn jetzt wieder? Das ist die Eisenbahn. Das ist ja kein Wunder, komme ich da nicht rein. Ah, naja, das ist genau das, was City Skyline so spannend macht. Aber das sieht halt tatsächlich von hier oben aus wie eine U-Bahn. Ist aber eine Röhre unter der Erde. Welches ist denn die U-Bahn? Das Grüne hier? Ich müsste halt mal gucken hier oben. Dann sieht man es natürlich. Du bist. Nahverkehr, blabli, U-Bahn ist grün. Okay, das ist die U-Bahn. Und jetzt werdet ihr schauen, wie gut ich wahrscheinlich hier das Ding hinkriege. Ja, so klappt's. Gut, dann machen wir das doch so. Wir düsen hier mal weiter. Jetzt habe ich halt die U-Bahn-Station abgerissen. Die haben wir aber schnell wieder dran. Machen wir die mal zack hier hin. Und jetzt brauchen wir hier aber eine ordentliche Kurve. Kriege ich das noch hin oder soll ich das nochmal machen? Nee, das geht doch mit Schwung nach da unten rein. Bestens. Und von hier aus geht's. Wo haben wir noch grün? Eigentlich fehlt hier oben auch noch eine U-Bahn, sehe ich das richtig? Ja, und ich weiß auch, warum die fehlt, weil wir nicht über den Kanal kommen, beziehungsweise nicht unter dem Kanal durch. Aufs Meer rausgeht, dann machen wir die doch hier lang. Ja, das funktioniert. Okay, unter Wasser geht, aber beim Kanal geht's nicht. Interessant. Dann machen wir dich nach hier hinten und machen hier eine weitere U-Bahn-Station hin. Zack, einmal so. Wieder die Röhre. Und zusammenhängen. Dann haben wir das schon. Jetzt brauchen wir eine Linie. Die würde von hier... Habe ich das erwischt? Moment, jawohl. Hier runter gehen. Hier hin. Dann gerne hier hin. Und dann können sie dort nämlich dann umsteigen. So, hier Linie abschließen. Dankeschön. Und in die Richtung könnte man natürlich auch noch, weil wir hier hinten tatsächlich nirgends U-Bahn haben. Das machen wir gleich mal. Wenn wir doch schon gerade dabei sind. Dann gibt es hier eine Röhre. Da machen wir bis hier hin. Dann gibt es wieder hier den Bahnhof. Die werden jetzt wahrscheinlich keinen Strom haben. Den kriegen sie dann gleich da rein. Und jetzt noch von hier nach hier hinten. Irgendwo hin, wo wir noch eine Haltestelle hinsetzen können. Vielleicht zuerst die Haltestelle setzen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Da müssen wir Häuser abreißen. Gefällt mir nicht so. Hier ging es gerade. Irgendwo ging es. Ich habe es gesehen. Aha. Zack, machen wir dich dahin. Schnappen wir uns die Röhre.
ziehen die da rauf. Passt. Und jetzt von hier wieder hier runter. Das wäre eine Idee. Ach nee, das geht natürlich wieder nicht, weil da der Kanal im Weg ist. Was aber geht, ist hier wieder via Meer. Oh nee, da kommen wir hier nicht zwischendurch. Das habe ich schon mal versucht. Okay, da müssen wir warten, bis wir hier diese Kachel kriegen, die hier unten. Dafür brauchen wir einfach die 38.000 Leute. Gut, würde passen. Dann machen wir hier doch noch eine Linie hin. So, Moment, ich muss die Linie haben. Da müsste man noch am richtigen Ort klicken. Linie, Haltestelle, Haltestelle und wieder zurück. Dann können Sie dort auch wieder umsteigen, wenn Sie das wollen. Linie abschließen. Passt. Und später gibt es dann noch eine Linie darunter, ganz klar. Gut, haben wir Nachfrage? Nö, Hältchen Grenzen. Haben wir Geld? Ja, das heißt, wir könnten da was machen. Hier mit diese Uni-Dinger, die möchten auch nicht wirklich skillen. Was fehlt denn denen? Das ist halt die Frage, was denen fehlt. Wenn wir hier mal gucken, Uni haben wir. Hier haben wir noch was eingezeichnet. Habe ich das nicht beim letzten Mal gelöscht? Gibt's doch gar nicht. Warum ist das jetzt wieder da? Löschen. Wir löschen das nochmal. Ich bin fast sicher, dass ich das gelöscht habe. Hä? Ist ja gespenstisch. Also ist schon der richtige Speicherstand. Sonst wäre ja der Park nicht da gewesen. Also das kann irgendwie nicht sein, dass das... Naja, egal. Oder habe ich irgendwie einen anderen Bereich gelöscht? Ja, das kann durchaus sein. Gut. Das wäre weg. Ja, jetzt ist er auch weg. Hier haben wir was, Hochschule. Hier unten haben wir was. Oh, aber guck mal. Ach, das ist eine Plantage. Nee, wir brauchen nicht die Plantage, wir brauchen die Uni. Da haben wir was. Ein Stern. Sieht man hier irgendwie, was fehlt? Reputationslevel unbekannt, Studienjahr. Richtlinien haben wir hier. Ja, schwierig zu sagen. Ich sehe jetzt hier nicht, dass irgendwas in dem Sinne fehlen würde. Freigeschaltet. Geisteswissenschaften, Theater AG, Pädagogische Fakultät. Haben wir alle schon hingestellt, wenn ich mich nicht täusche. Müsste alles hier unten sein. Gewissens. Geisteswissenschaften, Lernsaal. Ja, den Schlafsaal haben wir hier. Da haben wir die Verwaltung. Und da haben wir die Pädagogische Fakultät. Das passt also alles. Gut, dann lassen wir das aber mal so laufen. Wie sieht es hier hinten aus? Das hat alles seine Richtigkeit. Und eben, wir haben Geld. Das heißt, wir könnten eigentlich mal dazu übergehen, mal zu gucken, was haben wir noch an Mods? Bei den Ploppables zum Beispiel. Und zwar Mods im Sinne von, also das könnte man natürlich auch mal hinstellen, das haben wir auch noch nicht. Was ist das? Was Kleines, Schnuckliges, vielleicht so ein bisschen hier Richtung Kanal. Irgendwie hier unten. Ja, würde ich glaube mal hier hinmachen. Einmal, zweimal. Ach, jetzt habe ich natürlich dort immer noch den Eingang, weil ich habe den versetzt und dann habe ich ihn eben doch nicht versetzt. Den können wir eigentlich abreißen, weil den brauchen wir so nicht. Oder wir machen nochmal hier einen Weg rein. Könnte man auch, aber der Eingang macht halt keinen Sinn. Wir haben da einen Eingang. Ne, wisst ihr was? Wir kappen den, weil er halt tatsächlich keinen Sinn macht. So, jetzt aber das Gebäude hier. So, nochmal aus dem Backer raus. Nicht, dass da irgendwie was abgerissen wird. Ja, also zum Wohnen sicher schön. Es ist dann eher, ja, zum dran vorbeigehen gefällt es mir nicht so. Wir nehmen das hier wieder weg. Das gefällt mir hier tatsächlich nicht. Kann ich dich versetzen? Historisches Gebäude. Ach, automatisch? Nee, das müsste ich dann anklicken. Warum kann ich dich denn nicht versetzen? Geht nicht. Kann ich dich versetzen? Moment. Ach so, nee, muss ich den Bagger nehmen? Nee, muss ich doch nicht. Ja, nehme ich weg. Okay, wer nicht versetzt werden will, der muss gehen. Können wir woanders hinstellen. Das gefällt mir dann tatsächlich einfach überhaupt nicht. Also, zurück zu den Ploppables. Da hätten wir noch was. Kostet ein Tausender. Das sind im Prinzip halt einfach Wohnblocks. Ja, würde ich mal lassen. Ich möchte eigentlich zu den Hochhäusern kommen. Oder hier zum... Genau, irgendwie ein bisschen was, was noch mit dem Strand zu tun hat. Da haben wir aber nicht mehr viel. Center und Zoo. Reinholm Industries. Oh, auch ein schöner Koloss. Wenn der irgendwo hinpasst, zum Beispiel hier. Warum nicht? Warum nicht? Gut, aber eben, bevor wir jetzt hier... Alles. Oh, ein Kino hätten wir noch. Das passt natürlich schon auch irgendwie hier unten hin. Das muss aber an eine normale Straße ran. Das funktioniert da mit dem Parkding nicht. Deswegen stellen wir dich hier hin. Okay, einmal Kino. Dankeschön. Ich wollte gar nicht raus. Ich möchte doch eben eigentlich wegen den hohen Häusern gucken. Auch bekannt als Wolkenkratzer. Wir haben hier nämlich noch unter anderem das Empire State Building. Und dann haben wir hier sonst noch eine ordentliche Auswahl. Man sieht riesige Teile. Arcforge Industries. Ja, genau, das ist dieser Riesenturm. Was kostest du? 90.000.
Könnten wir machen. Würde ich dann eher... Wo haben wir denn die Skyline? Wir haben doch hier hinten eigentlich... irgendwo noch IT-Cluster installiert. War das hier? Das sind schon relativ hohe Gebäude. Das würde hier sogar funktionieren. Da müssten aber die Gebäude dort weichen. Das möchte ich nicht. Ich würde, wenn, dann eher vielleicht hier vorne so ein Teil hinstellen. Geht leider nicht. Da ist eine Kurve. Hier geht so als Einfahrt oder bei der Einfahrt so ein Riesenturm. Wow, gefällt mir sehr gut. Ich liebe diese hohen Häuser. Das muss ich aber nochmal schnell kontrollieren. Wo haben wir denn den IT-Cluster? Das müssten ja blaue Gebäude sein. Seid ihr ein IT-Cluster? Nein. Wo haben wir die denn? Wo sind denn unsere blauen Gebäude? Ach, hier unten. Hier haben wir sie. Ja, das sieht man schon. Okay, doch, doch, hier. Ganz klar. Die verschwinden ein bisschen hier zwischen den kleinen Sachen. Hier müsste man eigentlich im Prinzip das nochmal ummodeln. Dieses Weidenviertel. Aber das geht gar nicht. Das ist eine Industrie. Also können wir natürlich schon, aber ist irgendwie nicht zu empfehlen, denke ich mal. Weil mir ist das zu wenig IT-Cluster. Wir brauchen hier hinten, hier in diesem Bereich auch noch irgendwie hohe Häuser. Oder sonst halt, dass wirklich hier noch hohe Häuser sind. Jetzt haben sie kein Wasser. Das müssen wir gucken, dass wir halt hier den IT-Cluster weiterziehen. Haben wir Nachfrage? Ein bisschen. Nicht übertrieben viel, aber ein bisschen immerhin. Okay, Wasser habt ihr. Habt ihr echt keinen Strom? Wenn wir schnell gucken. Tatsächlich. Gut, ihr kriegt zack, zack, einmal so ein Teil und dann habt ihr Strom. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, genau, hier oben. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier ja noch ein paar U-Bahn-Stationen hingestellt. Haben die schon mal keine Straße, also keinen Anschluss. Das müssen wir ändern. Und den Strom, Wasser haben wir, den Strom kriegen wir von hier. Das ist kein großes Ding. So, den hätten wir. Haben wir noch ein so ein Teil? Irgendwo hier hinten haben wir noch was hingestellt. Hier unten. Ja, die haben kein Wasser. Okay, das ist immer das kleinste Problem. Einmal hier rüber, da rein. Und schon habt ihr Wässerchen und Strom. Ja, passt irgendwie auch nicht. Deswegen blinkt es da auch. So, einmal den hier. Und gut ist. Aber, naja, die Straße. Aber die Straße ist relativ doof. Komme ich da irgendwie rein? Hier komme ich rein. Machen wir das mal. Und wie sieht es hier aus? Ja, das funktioniert, dass wir hier lang gehen. Und dann, das ist halt hier irgendwie eine Autobahnausfahrt. Von der Autobahnausfahrt kommt man da rein. Man kommt aber nicht rein vom normalen Verkehr, also via normalen Verkehrsweg. Das ist ein bisschen schade. Kriegen wir das nicht noch hin, dass ich irgendwie da reingehe? Hier unter der Brücke durch. Das müsste doch eigentlich zu machen sein. Irgendwie so. Und dann irgendwie so, denkst du, jetzt könnte man natürlich mit der Movie-Mod wieder was machen. Ne, das ist irgendwie Käse. Wir müssen hier irgendwie anders rüber. Wo haben wir denn noch eine Straße? Da unten. Dass wir da hingehen. So, einmal so. Und dann einmal machen wir mal noch eine Brücke mit Kurve. Gerne irgendwie so. Das ist allerdings nicht, was ich wollte. Moment, das müssen wir so machen. Hier rüber. Hier wieder runter. Oder wir machen eine Hochstraße hier über den Wald. Je nachdem. Kommt hier noch Industrie hin. Ja, da rein. So, dann haben wir das Teil auch angeschlossen. Komplizierter, als es sein muss, aber wir haben es angeschlossen. Das passt. Gut. Strom haben sie, Wasser haben sie. Die haben alles, um glücklich zu werden. Gut. Haben wir sonst gerade noch was? Ja, Nachfrage nach Wohnungen. Jetzt nicht hier. Hier möchte ich eben IT-Cluster installieren später. Wo haben wir denn noch Platz für Wohnungen? Wenn wir hier mal gucken. Hier hinten, das lassen wir für den Moment. Hier hinten. Hier könnten wir noch ein paar lang ziehen. Und das würde ich tatsächlich auch machen. Dass das hier auch, Moment, aber dann, wenn dicht besiedelt wird. So, nehmen wir das nochmal weg. Zeichnen es gleich nochmal ein. Hier nochmal ein bisschen. Und hier runter. Da stellen sie auch gleich ihre Häuschen hin. Wasser müssen wir aber nachziehen. Okay, passt. Da wird gleich gebaut. Wunderbar. Vielleicht die Straße sogar noch ein bisschen weiterziehen. Hier beim Kanal eine Brücke oder so. Das wäre noch etwas, dass wir den Bereich hier unten dann fertig haben. Aber eben, ich wollte eigentlich hier ja den IT-Cluster. Jetzt stelle ich schon wieder Wohnungen hin. Wir müssen daran denken, dass wir hier IT-Cluster machen. Klar, das wäre auch Wald. Könnte man auch industriell nutzen. Aber wir haben eigentlich genug Industrie im Moment. Man sieht es ja auch. Ja, wobei die Nachfrage, die würde jetzt hier tatsächlich schon erlauben, dass man was macht. Wir warten trotzdem noch ein bisschen. Ich möchte noch ein paar Wohnungen installieren.
dürfen auch gerne ein paar dünn besiedelte Sachen sein. Die Frage ist halt, wohin damit? Wo macht es Sinn, dünn besiedelt zu sein? Dünn besiedelt zu wohnen? Vielleicht hier wieder dem Kanal entlang? Das ist doch eine Möglichkeit. Das ist schon wieder dicht besiedelt. Moment, nehmen wir da weg. Das geht zum Glück relativ schnell. So, jetzt hat es geklappt mit dem Klicken. Sehr gut. Hier unten vielleicht noch das eine oder andere Zelt hinstellen, was ihr dann halt noch alles habt. Jetzt ist es halt hier. Könnte ich hier mehr hinstellen, wenn der Strom weg wäre? Aber wir brauchen den Strom. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben hier eigentlich eine Verbindung. Wisst ihr was? Ich kapp mal den Strom und guck mal, was ich dann einzeichnen kann. So, machen wir den noch weg. Okay. Aha. Oh. Studienjahrbericht. Okay. Akademische Werke 0. Attraktivität 175. Ja, soweit alles okay. Ja, jetzt kann ich hier tatsächlich noch ein bisschen was machen. Okay, das gibt alles Wohnungen. Ja, Wasser habt ihr. Hier noch einmal zur Sicherheit eine Querverstrebung. Aber jetzt haben die keinen Strom mehr. Hä? Die sind doch hier auch angeschlossen. Haben die alle auch... Oh, jetzt haben die alle auch keinen Strom mehr. Die hängen am städtischen Netz. Okay, dann machen wir einfach den Strom nochmal neu. Das ist ja relativ egal. Die haben auch keinen Strom. Okay. Komme ich hier über den Kanal rüber? Denkst du, da müsste ich mal gucken, ob ich mit der Höhe vielleicht rüberkomme. Oder das wäre natürlich auch etwas, was man mit der Movie Mod noch machen könnte. Nee, ist aber irgendwie auch doof. Wie machen wir das denn? Das ist aber hier oben auch verbunden. Interessant. Ach, das ist hier nicht verbunden. Ja, okay. Dann gebe ich zu, dass das so nicht funktionieren kann. Dann müssten wir hier so rüber. Und da rein. Okay, dann müssten wir jetzt hier doch wieder Strom kriegen und hier unten auch. Und dann können wir uns das eben schenken, dass hier Strommasten stehen. Also machen wir den auch wieder weg. Zack, okay. Und dann passt das, weil hier möchte ich schon, wie die schon wieder am Kämpfen sind hier, wer Vortritt hat. Ja, dann können wir hier eben die Wohnung hinstellen. Das sieht definitiv besser aus. Vielleicht sogar dazwischen noch kurz irgendwie einen kleinen Park setzen. Zack, so. Dann haben die nämlich auch Freude am Wohnen. Wasser habt ihr. Strom wird es geben, sobald sie hier bauen werden. Ja, funktioniert eigentlich alles soweit. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das mal gedeihen, sozusagen. Und dann hoffe ich, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch alles in Sachen Campus machen können. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.